Moin, hier ist der Angelus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Horizon Zero Dawn. Es geht weiter. Wir befinden uns hier immer noch in dem Kaja-Grenzaußenposten. Weit, weit oben, umgeben von Canyons und da sind riesen, riesen Vögel, die da rumfliegen. Der sieht doch richtig groß aus, oder? Aus der Entfernung noch so riesig. Irgendwie ein Supermonster. Supermaschine. Voll die Maschine, ey. Boah. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Mach ich da. Indem ich dich bestehle, da hinten. So, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal diese Quest da vorne annehmen. Bevor ich hier weiterziehe. Und werde erstmal dann ein paar billige Sachen hier wieder verkaufen. Die Zehner hier, die können weg. Zehn, ey. Zehn ist so nix. Blöde grüner Mist. So. Sonst noch irgendwas Neues? Guck noch hier unten auf den dicken Items. Nee. Wow, das sind neue. Die haben andere Sachen hier, die Händler. Das habe ich. Das hier, das ist neu. Mit drei Slots zum Ausrüsten. Kaja Seide, schwer. Dieses Gewand aus feinster Meridian-Seide, Leder und Maschinen... Teilen, bietet wenig Schutz, ist aber sehr anpassbar. Wenig Schutz, aber sehr anpassbar, deswegen diese drei Modifikationen und dann noch nur Effekte irgendwas unten. Langbeinherz. Langbeinherz, okay. Das sieht ja cool aus. Krasser Scheiß. Und hier, oh, das, guck mal, bauchfrei. Yeah, das will ich haben. Feuerschutz hat das Ding. Feuerwappen heißt das Ding auch, schwer. Die protzige Rüstung von Kaja-Adligen und der Jägerloge-Elite in Pflanzenöl gehärtete Lederstreifen schützen vor Feuerschaden. Da brauche ich ein Stürmerherz. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Das will ich anhaben. Das will ich tragen. Das ist auch neu. Das kenne ich auch noch nicht. Oseram, Funkenfängerin. Das ist für Schutz gegen Schockschutz. Von den Oseram. Das sind halt die nordischen Typen. Sieht man auch. Die sieht genauso aus wie die. Okay, das kennen wir ja. Das kennen wir auch. Das auch. Das kennen wir auch. Das ist auch noch neu. Das ist auch wieder Oseram Pfeilbrecherin. Schutz gegen Fernkampf, gegen Pfeile und so. Na, geht so, ne? Kristallgeflecht brauche ich dafür. Panzerwandererherz. Nein, ich will das hier haben. Das gefällt mir echt mit am besten, am schönsten. Also von der Optik her. Einfach, weil es bauchfrei ist. Cool. Ein Stürmerherz brauche ich dafür. Gut zu wissen. Ah, warte, wenn er sowas hat, hat er bestimmt auch neue Waffen, oder? Kaja Kriegsbogen. Ja, der hat auch andere Waffen, ey. Jägerbogen habe ich. Kaja Schleuder habe ich auch. Kaja Seilwerfer, der ist neu. Den habe ich nicht. Der hat auch wieder eine komplett neue Seile da. Den habe ich. Kaja Rassler. Okay. Hier, das ist auch neu. Der hat Blitzmunition und da unten Schockmunition. Ne, Eis. Oder so. Und feuert Elementarladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf sorgen. Kann modifiziert werden. Schattenbogen. Wow. Schattenjägerbogen. Das ist einfach der Jägerbogen in besserer Variante. Der hat drei Munitionsarten. Drei einfach. Den könnte ich mir sogar jetzt schon kaufen. Wächterherz. Habe ich. Und Schattenscharfschützenbogen. Das sind einfach die Bögen, die ich jetzt schon dabei habe. Der Jägerbogen und der Scharfschützenbogen noch in der noch verbesserten Variante. Wow. Sägezahnherz. Habe ich. Ja, kaufe ich. Wenn ich es hab, kann ich es kaufen. Scharfschützenbögen, dann müsst ihr da unten hin. Und den Bogen hier. Dahin. So, da die wirklich die gleichen, die gleichen Feuerschaden haben, also Feuermodis haben, nur plus ein besser, kann ich ja meine alten dann einfach wieder verkaufen. Ne? Hier, guck mal, da ist dieses Pfeilsymbol und Feuer dran. Und das ist auch bei denen. Dieses Pfeilsymbol und Feuer plus noch einen neuen.
die Modifikation kann ich aus meinen alten sowieso nicht rausbauen. Die Fähigkeit habe ich noch nicht gelernt. Und der Scharfschutzbogen kommt auch weg. Dankeschön. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Interessant, das ist nämlich hier gehärteter Pfeil. Sogar die habe ich. Und da unten noch Schattenscharfschussbogen. Ging's, Beutepfeil. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Was du nicht sagst. Das ist der Präzisionsding und das ist der Jägerbeil. Okay. Alles klar. Ich arbeite jeden Zwei lila Bögen auch. Schon ausgerüstet. Und die Quest wollte ich jetzt haben. Balan. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Fragen wir über Said, über den Echten. Ihr habt einen Offizier mit dem Namen Said. Sind euch die Anschuldigungen gegen ihn bekannt? Schau, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Naja, vielleicht spielt da auch jeden nur was vor, oder? Der Weg nach Meridian. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Okay, wisst ihr was über Olin? Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Alle? Okay, und was soll ich für euch für einen Gefallen tun? Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Und warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Sehr, sehr komischer Vogel, ey. Okay, Fragen über das Kaja-Sonnenreich. Der Tagturm? Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avard sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Die sehen aber auch alle anders aus als jetzt die, die die Nora überfallen haben. Die hatten ja diese ganzen, immer diese weißen Masken und die Maschinen bei sich. Und die Kaja hier sind wieder ganz andere, die mit dem Angriff vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Okay, Kaja und Nora? Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora?
Sonnenkönig Avad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Ja, ja. Schrecklicher Angriff, nachdem Leute von euch im Dorf waren. Und wie steht's um Meridian? Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avad, der neue König hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Und die Oseram? Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Ersa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Ja, okay. Sonnenkönig Avad. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Ja, auf jeden Fall besser. So, die Quest. Ich halte Ausschau nach deinen Männern. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Trottel. Nett. Mein Angebot wird... Okay. Im fremden Land. Untersuche das verlorene Dorf. Stufe 15. Eieiei, was ist denn das? So viel... Ich habe schon wieder ein neues... Die ganzen neuen Waffen hier, dass die immer so Tutorial-Aufgaben geben müssen, ne? Total lästig. So. Jagdgebiet, Langhals, Branddingens. Nebenmission, die Rache einer Tochter, das ist ja ziemlich weit weg. Hauptgeschichte, die Stadt der Sonne. Und bei Aufträgen ist das hier alles mit dem ganzen Schleudergedönse. Ja, das. Das hier ist neu. Stufe 15, das ist zwar höher als jetzt, als die Hauptquest. Versprochen. Das ist die Frage, wo das ist. Ach, das Dorf? Das habe ich gesäubert. Das war verseucht. Ich habe es gesäubert. Untersuche das verlorene Dorf. Lol. Kann ich Ihnen das nicht sagen, dass ich da unten war? Na, ich kann ja schnell Reise hinmachen, ne? Toll. Super. So, noch eine Quest hier. Ich check, was ist das für ein Symbol? Hier gibt's so die besten Waren. Sie selbst. Einmal hier runter gucken, oder? Dieses Riesenvieh, was da rumflattert, ey. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Ich sehe mich ja schon um. Sieht toll aus. Was ist eigentlich das? Ist das der Händler hier, dieses Symbol? Ist das wieder da oben? Hier sieht man das nicht auf der Karte. Ist einfach nur Tagturm oder was? Dieser Würfel, weißt du? Den Würfel, den verstehe ich noch nicht. Der Händler ist es hier nicht. Bessere Waren findest du nirgendwo. Sehr gegrüßt. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Ich habe schon was gekauft. Hat mir sehr gefallen. Ich habe nur die besten Waren. Verstehe ich nicht, dieses Symbol. Oder ist da hinten was? Handwerker. Hauptmann Ersa ist tot. Du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel die Vorräte auf. Dann mache ich erstmal die Quest weiter. Hier muss ich dann in die Richtung nach unten. Aber ich soll das verlorene Dorf untersuchen, was ich ja eigentlich schon von der Verderbnis gerettet habe. Toll.
Das ist aber ein bisschen komisch gemacht, dass man kommt ja von da. Man geht also durch dieses Dorf durch, macht die Verderbnis, dann geht man da hinten dann hin und dann sagen die wieder, ey, geh doch mal wieder zurück zu dem Dorf, was du eben schon gesäubert hast. Also das ist die Reihenfolge ein bisschen blöd. Da hätten sie ja irgendjemanden im Dorf hinstellen können, dass man da was findet. Hier müssen die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Ja. Aber was soll ich jetzt hier machen? Untersuche das verlorene Dorf. Frage ist, nach was ich das untersuchen soll. Nora-Jäger. Das da? Einer der Kaja ist hier gefallen. Untersuche die Leiche. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Okay, aber wohin? Kann ich die Spur markieren? Sicherlich kann ich das. Weiß ich, hätte man die Leiche vielleicht vorher so schon sehen können, als ich hier war? Keine Ahnung. Noch ein Kaja-Soldat. Gibt es Überlebende? Wenigstens ein schneller Tod. Ja. Okay. Gucken, wo uns das hinführt. Wahrscheinlich zu der anderen Verderbnisstelle. Irgendwie hört hier die Spur auf. Ah, da ist noch eine Leiche. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Okay. Sein Kopf verloren und ist weggerannt. Noch da. Okay. Gehen wir wieder auf Spurensuche hier. Neu bewaffnet mit neuen lilanen Bögen. Untersuche das Gebiet. Der Fluss hier? Man kann nie wissen. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach doch, das Gebiet hier, siehst du? Von der einen verseuchten Zone bis zur nächsten. Jetzt hat er hier aber mehr aufgedeckt. Jetzt habe ich da das unbekannte Gebiet hier auch aufgedeckt. Da ist immer noch ein Leuchtfeuer, was ich noch nicht habe. Muss ich auch noch holen. Wann man das mal braucht. Ja, ja, ja. Hier ist Blut. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Die Insel da? Das ist hier Wassermonster oder was? Eine Seeschlange als Maschine? Das wäre doch mal was. Ich schrecke nicht das Wasser auf. Schade, dass man keine Wellen schlägt. Guck mal hinter mir. Das ist ein bisschen... Naja. Man kann nicht alles haben. Gespenstisch hier im Dunkeln. Okay. Da ist doch was. Das ist echt ein Wassermonster. Jetzt bin ich Vorsicht vor der Maschine. Ein Schnappmaul. Das sieht nicht freundlich aus. Gegen Feuer anfällig. Ein Schnappmaul. Da sind noch mehr. Das sind Krokodile. Krokodilartige Dinger. Wow. Oh. Der schnappt. Man kann ihn gar nicht niederwerfen. Und die Tanks da unten. Schwäche Feuer da unten. Aua! Okay, nicht ins Wasser gehen. Da sind die zu Hause. Das sind Krokodilmaschinen. Schnappmaul-Krokodilmaschinen. Ganz schön böse, ey. Niederschmeißen ging nicht. Vielleicht haben die dafür so einen falschen Schwerpunkt, dass man die dann nicht niederschmeißen kann. Warum sehe ich die Maschinen denn jetzt hier nicht? Weil ich wahrscheinlich tot war. Muss ich jetzt wieder erstmal auf die Insel.
Noch zeigt er sich halt noch nicht. Da ist er. Vorsicht vor der Maschine. So, jetzt ist er da. Kann an Land und im Wasser angreifen, schlägt trotz seiner Größe oft mit heftigen, schnellen Angriffen plötzlich zu. Harte Außenhülle, die in synthetischen Muskeln und bedingt, okay. Lohebehälter treffen. Oben hat er auch einen. Elementarmunition, Elementarbehälter lösen eine Explosion aus, die sie, okay. Schwäche, Feuer und Abriss. Eisbeutel, der hat auch einen Eisbeutel unten dran. Die Zerstörung dieses Beutels deaktiviert den Eisfernangriff. Mhm. Das sieht nicht freundlich aus. Sieht es auch nicht. Versteck mich mal schnell hier. So, finde Lakir auf der Insel. Blöd ist ja, dass hier noch so viele andere sind von den Viechern. So. Hier drin kann ich mich immer noch ein bisschen frei bewegen. Ohne, dass sie gleich angreifen. Ich schürf mir alles auf. Ja, gar nicht. Aber noch sehe ich hier nicht den Typen. Ganz schön viele Maschinen. Aber wo ist der Typ? Da. Da ist Lakir. Lag hier, aber lag da. Sonne, was ist das? Gesang? Erfülle mich mit Wonne. Ich gab dem Biest den Rest, doch dann verpasste ich das Fest. Er ist ein Rapper. Ich langte ins Bierfass ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Genau, halt die Fresse, Alter. Oh oh. Hey! Die anderen nerven jetzt natürlich da ab. Alter, der schießt die bis hier oben? Na, er brennt ganz gut, der Typ. Der scannt das Gebiet hier auch. Merkt er das immer? Die Tanks waren anfällig gegen Feuer da oben. Genau die da. Bam! Wow, hinter mir! Naja. Fresse, großer. Ich frage mich, ob ich irgendwann auch mal nochmal ein schönes Speer-Update bekomme. Ein Kanisada noch. Ich hab nicht hinter mir. Och Mann! Den kann ich gar nicht gebrauchen jetzt. Ich noch einen zweiten von denen. So, der ist hinüber. Der verbrennt auch. Sehr schön. Das wäre geschafft. Allerdings. Hauen ja ganz gut rein, die neuen Waffen. Da hat man den Tank ganz gut weggeschossen von denen.
Hey. Weil der eh schon so halb tot war, wollte ich den jetzt unbedingt nicht unbedingt laufen lassen. Ich gehe den anderen Weg hoch. Der war sicherer. Kann ich dir jetzt nicht da einfach Bescheid sagen, dass ich den Bogen habe? Muss ich wieder den ganzen Weg latschen? Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke, ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. Und mit dir. Begib dich nach Meridian, in fremden Lande, abgeschlossen. 3750 Erfahrungspunkte! Heil mich mal. Ah, Level Up leider nicht geschafft. Okay. Damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Haben wir hier unten, ja, die Schnapp... Guck mal, die werden ja gar nicht angezeigt als Maschine. Hier, Wächterareal halt. Aber nicht irgendwie Schnappmaulareal. Wird gar nicht angezeigt. Da ist noch ein Händler. Okay. So, dann würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Wir haben hier das Gebiet jetzt gut abgearbeitet und jetzt geht es hier einfach ins nächste. Da werde ich, glaube ich, hier erstmal den Langhals machen, damit ich hier eine Übersicht habe, was hier alles auf mich wartet. Und hier wäre ja auch noch zum Beispiel eine neue Brutstätte. Ne? Das wären alles Sachen für mich für eine neue Aufnahmesession. Denn jetzt die Aufnahmesession, die ich hier vor ein paar Folgen angefangen habe, die werde ich jetzt beenden. Das waren jetzt für mich 6 Folgen am Stück. Und gut, ich bedanke mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schaltet in der nächsten Folge ein, wenn es hier ganz entspannt weitergeht in Horizon Zero Dawn. Macht's gut und ciao, ciao.